Das ist der Becher. Ja. Nach jedem Alkoholabsturz könnt ihr euch damit retten. Darf ich jetzt anfangen? Oh mein Gott. Yo Leute, was geht? Willkommen zu Budi, dem Format von Bros für Bros. Heute wird auf jeden Fall gesoffen, Jungs. Und hattet ihr schon mal einen Absturz auf einer Party? Geht überhaupt Party ohne Alkohol? Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare. Und um herauszufinden, wie trinkfest wir sind, spielen wir ein Trinkspiel unter Bierpong, aber Brudi-Edition. Also Brudi-Pong, Wortspiel, Leute. Wie ihr sehen könnt, der Bierpong-Tisch ist ready. Und damit wir nicht 2 gegen 1 spielen müssen, haben wir uns heute als Gast den lieben Oscar dazugeholt. Oscar ist YouTuber und bekannt für seine witzigen Vlogs und Lifestyle-Videos. Und trinken kann er auch. Herzlich willkommen. Aber erstmal eine Frage. Und zwar, gehört Alkohol für dich beim Partymachen dazu? Boah, ich würde auf jeden Fall sagen, mir fällt es leichter mit. Aber natürlich immer im Maßen. Genau. Jetzt kommen wir zu den Regeln. Und zwar treten wir in 2 Teams gegeneinander an. Und immer 5 Becher stehen vor einem Team. Und jedes Team muss versuchen, mit einem Ping-Pong-Ball in die gegnerischen Becher zu treffen. Die Teams werfen so lange abwechselnd, bis ein Team trifft. Wenn ein Becher getroffen wird, dann muss das Team, wo der Becher getroffen wird, diesen Becher leer ächzen. Und an dem Becher sind Aufgaben, die dann noch gelöst werden. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ah! Ja, hat man gesehen. Perfekt. Passt so schnell. Oh, fuck. Erstmal einspielen. Ganz, ganz slow einspielen. Ich mach sogar nur Look, Junge. Wie wirfst du? Ich hab noch nie jemanden den Bierpong werfen sehen. Oh, oh Mann. Junge. Oh Gott. So, es gibt eine Videobotschaft für euch. So, dann schauen wir uns mal an, was er uns geschickt hat. Hi Leute, hier ist eure Parshi. Ganz kurz wichtige Info. Die ersten 3 Plätze von der Schädlichkeitsdrogenskala belegen Crack, Methamphetamin und Heroin. Auf Platz 4 direkt danach folgt Alkohol. Und danach Alkohol folgen die illegalen Drogen, wie zum Beispiel LSD, Ecstasy, Cannabis und so weiter. Das heißt, Platz 4 belegt Alkohol, eine legale Droge. Was sagt ihr? Findet ihr, Alkohol wird verharmlost? Ich bin erstmal schockiert über die Information, dass Alkohol auf dem 4. Platz ist und legal. Habt ihr auch schon, bevor ihr 18 wart, hochprozentige Sachen getrunken, so auf illegaler Basis? Nee, das kam bei mir ja später mit dem Alkohol. Ich dachte bei mir auch, ich bin immer sehr korrekt aufgewachsen. Ich habe erst nur Bier und Wein und dann, als ich 18 war, bin. Ja. Bier und Wein das ist, das geht auch ja, mit 16. Ja, das 16. Ah, okay, okay. Ja. Aber das finde ich auch eigentlich richtig so, dass halt hochprozentiger Alkohol erst ab 18 ist. Weil wenn man nicht seine Grenzen so mit hochprozentigem Alkohol kennt, kann das schnell mal in die Hose gehen. Auf jeden Fall, das stimmt schon. Alkohol vor allem, wenn man auch alleine ist oder mit Leuten, die man nicht kennt, da kann das ziemlich gefährlich werden. Also es ist halt nicht harmlos. Und dass man, wenn man jung ist vor allem, dass man, wenn man zum ersten Mal Alkohol trinkt, mit Leuten zusammen ist, die man kennt, vielleicht jemand auch, der nicht trinkt, dabei ist, damit man immer so ein Auge auf jemanden werfen kann. Es kann sehr schlimm enden. Ja. Hattest du mal einen Absturz, Oscar? Ich wollte gerade fragen, ja. Also brauche ich nicht lügen. Auf jeden Fall, ja. Aber ich bin, also ich muss ehrlich sagen, ich habe relativ schnell so meine Grenze erkannt und bin seitdem immer recht gut drin geblieben, auch natürlich. Also, natürlich. Es wurde auch mal, es wurde mal übertrieben. Bei euch nicht, oder? Also ich komme ja vom Dorf so und bei uns macht man so manchmal zu Geburtstag oder so Planwagenfahrt. Das ist ein Trecker, der zieht so einen großen Wagen hinter sich, wo viele Leute drin sitzen können und da drin wird getrunken. So, und ein Kollege von mir hatte Geburtstag, wir waren alle so 16, 17 und ich habe halt auch einige Bier getrunken, selbst mit Bier kann es passieren, Leute. Und ja, das ist dann so geendet, dass ich aus diesem Planwagen raushing, weil es mir nicht so gut ging. Und meine Mutter ist an dem Planwagen mit dem Hund vorbeigegangen und ihr könnt euch vorstellen, wer am Ende Ärger bekommen hat. Okay, es geht weiter. Oh, Deum. Oh Mann, Junge! Ja, oh ja. Gute Notiz. Der trinkt nicht zum ersten Mal. Prost. Prost. Verrate uns die Wahrheit. Wie oft musstest du dich schon von Alkohol übergeben und wohin? Aber ich hatte lustigerweise letztens noch eine Story. Da war ich mit Kollegen in einer Billardhalle. Mhm. Und wir haben gemütlich 1-2 Bierchen dazu getrunken. Es blieb aber leider nicht dann bei 1-2 Bierchen. Und auf der Rückfahrt mussten wir auf der Autobahn halten, weil bestimmte Personen ein CZK machen mussten. Also einen taktischen Zwischenkotzer. Ne? Ich trinke dich! Freunde, der ist für euch. Oh, ja, aber das war so die, knapp. Ne? Es war so knapp. Ja. Nee. Oh! Mein Gott. Verdammt. Ich bin der Beste. Ah, aber? Ja, ja. Prost. Prost. Lass ja schwingen.
Was ist los so? Ich dachte, ist alles gut? Mhm. Guck mal, an dem Becher waren nur liebe Grüße von Suf dran. Echt? Hab ich selbst gegrüßt? Ich versteh es nicht, nein, nein, ich versteh es nicht. Ja, okay, ich geb's zu. Ich hab mich einfach selbst aus. Sauerkrautsaft. Oh mein Gott. Sauerkrautsaft? Ja, ich wollte dich damit verarschen und jetzt habe ich es selber abgeknüpft. Das ist einfach selber. Oh mein Gott. Ich hab fast eine Panikattacke bekommen. Ich nehme das jetzt, oh mein Gott. Ey, stopp mal ganz, ganz kurz. Ich habe was für die Jungs vorbereitet. Und zwar habe ich mitbekommen, dass wenn man einen Kater hat, auf jeden Fall Elektrolyte braucht, Zucker und so weiter und so fort. Deswegen habe ich hier was vorbereitet. Bisschen Sauerkrautsaft, Gurkenwasser. Dann geht der Kater auch ganz schnell weg. Genau. Mal probiert. Auf gar keinen Fall. Genau, da kommt direkt der TZK wieder, weil du musst bestimmt davon kotzen. Und deswegen kann das helfen. Komm jetzt! Oh, oh, der ist aber zurückgekommen, also nach normal. Trickshot. Das ist es. Das ist es. Oh, ist das so ein Becher? Guten Appetit. Oh mein Gott, du bist so krank. Boah, ich hätte schon längst gekotzt, ne? Boah. Aber um nächsten Tag keinen Kater zu haben, habt ihr irgendwelche Tipps? Tatsächlich viel Wasser trinken, vor allem am Abend, bevor man schlafen geht, weil man ist ja so dehydriert und so. Das hat mir auf jeden Fall immer geholfen. Ich habe tatsächlich nie Kater. Es gibt ja auch die Regel, dass wenn man zu jedem Glas Alkohol ein Glas Wasser trinkt, dass es dir am nächsten Tag gut geht. Auf jeden Fall etwas zu essen. Genau. Oh ja. Ja, safe. Nach dem Trinken, gute Grundlage. Was Fettiges dann zu essen. Auf jeden Fall. Man kann Magnesiumtabletten nehmen, die gleichen dann Mineralien auch uns aus. Das ist echt gut. Wirklich. Sauerkrautsaft. Ich spreche aus Erfahrung. Genau das. Sauerkrautsaft, beste. Man muss aber auch aufpassen, ne? Es gibt ja auch erstmal ganz viele süße Sachen, die mit Alkohol gemischt werden und man denkt, man trinkt gar keinen Alkohol, obwohl man sehr viel einnimmt. Ja. Und es gibt auch diesen aktuellen Trend hier mit Hartseltzer oder so, was ja nicht süß ist, es schmeckt wie Wasser. Das schmeckt wirklich wie Wasser. Literally. Ihr kennt auch Wasser mit Geschmack ein bisschen, ne? Wo man den Geschmack kaum schmeckt. Ja. Und genau das ist das Gleiche, aber mit Alkohol. Weiter geht's. Hallo Ellenbogen. Okay, so, passt. Oh, oh Gott. Nee. Boah, ich vorher. Bitte nicht. Hey! Nice. Ich kann das nicht. Wir sind noch hier, wir haben eine Tüte. Trink doch, ex doch. Ich kotze, ich würg gleich, ne? Ken, du schaffst das. Was ist denn los mit dir? Ich hab das Ding weggeext. Warum? Nenn mir einen Grund. Das wir wollen ganz normal Bierpong spielen. Das hilft gegen Kater, irgendwas. Ja, die bei dir hilft gar nichts. Hast du gehört? Du weißt das nicht mal. Ich hab's gehört. Boah, nee. Trotzdem. Also, du darfst dazu nämlich jetzt gleich noch eine Aufgabe machen. Nein, Spaß, alles gut. Sind auch nur Grüße von Suf. Ich hab Angst, dass du kotzt. Lieber ein bisschen. Oh. Das ist das Schlimmste, was ich jemals getrunken habe. Oh! Wie viel Fest willst du haben? Bin ich getrunken, bin ich völlig ausgeblendet. Oh. Das ist der Becher! Ja! Oh mein Gott, ja! Ja, ich bekomme jetzt meine Becher. Komm, Suf, dein Becher wartet. Suf? Das ist echt. Gerade einfach Zuckungen davon. Kriegst du es hin? Das war doch cool. Versucht abzulenken und so reinruft und so. Wie tiefenentspannt er weiß, das ist alles sehr cool. Titani! Das tut mir schon ein bisschen leid. Entspannung genießen. Wenn wir auf leeren Magen trinken, gelangt der Alkohol schneller ins Blut. Wer vorher etwas gegessen hat, bremst den Effekt etwas aus. Das heißt aber nicht, dass wir dank vollem Magen weniger betrunken werden, aber es dauert länger. Deshalb darfst du es dir schmecken lassen. Im Brudi-Fenster wartet eine Anti-Kater-Snack-Palette auf dich, die du verputzen musst. Siehst du diesen schönen Fisch? Den kann ich leider nicht essen. Deswegen kannst du sie auch sehr gut schmecken lassen. Oh Gott. Lecker. Dafür treffe ich jetzt auch den Becher, oder? Ja, safe. Ja? Okay. Stimmst du mir zu, ne? Ja. Perfekt. Ja, perfekt. Ich habe Angst, was jetzt für Aufgaben kommen. Lass mal gehen. Nein. Ja, schau mal zu der Welt. Der erste Becher, den ich getroffen habe. Du bist mit deinen Leuten auf einer Party, darfst aber nichts trinken, weil du am nächsten Tag topfit sein musst. Du musst 1 Liter Mineralwasser in 30 Sekunden äxten. Prost. Ready, set, go.
Bisschen schneller, ey. Du hast noch 10 Sekunden. Boah, dieses Wurstwasser, Mann. Und stopp. Von der Gasmaske. Sagen wir mal, am nächsten Tag müsst ihr noch was machen, was ganz wichtig ist. Und ihr seid auf einer Party eingeladen. Und ihr müsst nüchtern sein. Wie geht ihr damit um? Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass ich am nächsten Tag irgendwas machen muss, dann trinke ich halt einfach nicht. Also auch wenn meine Freunde sagen so, ach komm, trink noch ein, zwei Bier oder so, dann trinke ich halt einfach nicht. Ich brauche dafür keine Ausrede oder sowas. Bei mir ist es aber anders. Also wenn ich zum Beispiel weiß, am nächsten Tag habe ich was ganz Wichtiges vor, aber ich habe trotzdem noch Lust, vor allem was zu machen, weil es einfach Wochenende ist oder so, dann trinke ich trotzdem ein bisschen was. Aber ich weiß halt einfach, dass ich nicht übertreibe. Jetzt wollen wir weiter? Ja, machen wir weiter. Schade. So, dann wollen wir auch das Spiel jetzt mal beenden. Oh! Warte, wir haben theoretisch ja noch einen Nachwurf. Wir haben noch einen Nachwurf. Im richtigen Ping-Pong, oder? Ja! Okay, du musst erst mal spielen. Nice. Eigentlich müsst ihr ja unseren Becher auch trinken. Ja, und dementsprechend. Dann selber machen. Ja, nö. Ich lese schon mal die Aufgabe vor. Du bist auf einer Party, hast schon leicht einen im Tee und willst wieder etwas klarkommen. Jetzt heißt es für dich Vollrausch. Hol dir vom Brudi-Fenster dein Rausch-Equipment ab, lauf damit 50 Meter durchs Studio, aber vorsichtig, wir haben Hindernisse aufgestellt. Ach, so kacke. Purer Stress. Ich will das nicht, aber los geht's. Gut, ich sehe schon mal sehr viel. Ich fühle ganz schön, wie ich jetzt gerade aussehe. Scheiße. Okay, das ist echt unangenehm, weil ich höre jetzt gar nichts mehr und sehe jetzt nichts mehr. Kann mich mit antippen? Darf ich jetzt anfangen? Songwechsel bitte. Was? Oh Gott. Ey, wir haben es eilig, komm. Ich liebe dieses Format. Darf ich anfassen? Ja, ne? Was ist denn? Hey! Großpreis! Ken, wirklich nicht schlecht. Hast du gut gemeistert. Ich finde, du hättest ein bisschen schneller durchgehen können, aber das komm, aber komm, ist okay. Danke, aber wer hat mich eigentlich geschubst? Er war's. So, ihr Loser, für das Verliererteam gibt's natürlich noch den letzten Becher, den ihr austrinken müsst. Und noch die Bestrafung. Und die Bestrafung. Viel Spaß. Prost auf euch, ne? Prost. So, verrate uns die Wahrheit. Was war das Peinlichste, was du jemals betrunken auf einer Party gemacht hast? Ich war in Köln feiern und habe an einem Abend ein bisschen zu viel getrunken. Und ich hatte einfach mal Hunger. Ich hatte so krass Hunger, ich bin alleine aus dem Club gegangen. War bei einem Imbiss-Restaurant und habe dort Pommes gekauft. Und habe die Pommes dann hier so reingetan, also weil der Türsteher das nicht sehen sollte. Und bin wieder auf die Tanzfläche, habe dann Pommes gesnackt, weil meine Freunde mich ausgelacht haben, aber ich hab betrunken. Finde ich aber stark. Ich habe das mal mit Pizza gemacht. Ja, das ist mir gerade eingefallen. Aber wie kann man denn Pizza verstecken? Also ich meine, Pommes ist ja... Ich habe Pizza in Alufolie und dann habe ich das hier in meine Taschen rein. Und dann habe ich Pizza im Club gegessen, da gibt's sogar ein Video von. Imagine, du bist der Türsteher und tastest so ab, ob irgendjemand was hat. Und dann ist er so, was ist das denn hier? Und dann ist er so Pommes-Pizza. Das ist auch eine Pizza, das ist ja so die Verarsche. So, Glückwunsch, Jungs. Jetzt kommt's zur Siegerehrung. Und ihr seid unsere Brudi-Pong-Champs. Geht bitte auf euren Thron hier vorne. Let's go. Let's go. Zum Bierkästen. Der eine von euch kriegt eine Kronkorkenkrone, ne? Wie ein richtiger König. Herrlich. Und der andere kriegt ein wundervolles Stirn-Tattoo mit einem Edding. Oh nein! Ich wollte noch sagen, jetzt kommt die Rache für die ganze Folge, aber du bist einfach nur gehopst, diese Folge. Du darfst. Muss das sein? Wir machen jetzt eine Gurke drauf. Okay. Einfach als Rache für dieses Wurstwasserzeug. Komm runter jetzt hier. Komm, Ken, zeig ein künstliches Wurstwasser. Warte. Wie malt man eine Gurke? Oh Gott, eine große Gurke. Ich werde dich umbringen. Warte mal, die sieht aus wie ein Kackhaufen. Zeig mal. Das ist eine Gurke. Gut, dass es wasserfest ist. Foto? Die Folge ist fertig, das Spiel ist vorbei und jetzt ist Zeit für Party. Zum Vorglühen könnt ihr euch gerne unsere anderen Videos anschauen. Und bevor ich mich hier noch komplett abschließe, lasst auf jeden Fall ein Like da, sagt uns in den Kommentaren, was eure größte Absturzstory war und denkt auf jeden Fall an die Glocke.